Servus, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Kristall. In Marmoria City sind wir immer noch. Wir haben im letzten Part den guten Professor Eich besucht und haben gegen den Playboy Rocco gekämpft um den Felsorden, den wir erhalten haben. So, hier stehen wir natürlich hier. Und unser nächstes Ziel ist jetzt, meiner Ansicht nach, Fuchsania City. Dann rasieren wir Pyro die Klatze und dann fetzen wir Blau in den Jordan. Also, aber bevor wir jetzt nach Fuchsania City gehen, wir haben zwei Routen, die wir gehen können. Würde ich ganz gerne erstmal Richtung Mondberg gehen und würde da jetzt etwas triggern, was es da auf jeden Fall gibt. Und vor allen Dingen sind auch einige Anträne, die ihre Existenz im Leben dann spendet haben, also die wir jetzt mal schön aus dem Leben klatschen werden. So, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann sollte man gegen den nächstbesten Champ kämpfen, von dem man nicht weiß, dass er ein Champ ist, und gnadenlos vernichtet werden. Hurra, sehr schön, das finde ich geil. Und er setzt Nibitak ein, das ist für unser Dragonier natürlich ein gefundenes Fressen. Da wird Draco jetzt so richtig seinen verdammten Spaß haben. Das machen wir mit Surfer. Saufen wir den Vogel an, lassen wir mal den Vogel absaufen einfach. Übrigens, ich habe mir mal die Haare geschnitten, nur dass ihr das mal sieht. Es interessiert zwar keine Sau unnützes Wissen, aber ich dachte mir, die Putzwolle auf dem Kopf, die muss mal runter. Weil das fängt nämlich irgendwann an zu leben. Also nicht im Sinne von Läuse oder so, aber im Sinne von... Ich krieg da einen Afro oder so. Ich wollte immer, dass mir die Haare nach hinten runterwachsen, dass ich wirklich bis zum Arsch runter. Funktioniert leider nicht. Das ist einfach nur ätzend. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt Läuse... Ich wusste es. Ja, schön, dass du es wusstest, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Wobei ich sagen muss, Läuse ist jetzt, sind jetzt nicht so eine Krankheit, ehrlich gesagt. Also, es ist ja keine, in dem Sinne ja keine Krankheit. Ich meine, Läuse kann jeden kriegen. Ich bin schnell wie der Wind und hart wie Grabstahl. Nein, genau. Pokémon NS. Boah, das wäre hart, ey. Das ist ja schon assi. Und ich meine, früher macht er immer so ein Drama draus. Ach, Läuse. Läuse kann jeder haben. Das ist auch nichts, wo man sich schämen muss. Das ist halt nur unangenehm, aber es ist jetzt kein Grund, sage ich jetzt mal, sein Leben zu überdenken. Ach komm, friss ein Feuerodem. Friss mal einen feurigen Odem! Okay, und ja, ich meine, dass es für Kinder unangenehm ist, ist klar, für Erwachsene auch, aber da gibt es zwei Methoden. Hardcore-Klatze oder Mittel. Also, ich habe keine gehabt, deswegen habe ich auch keine Hardcore-Klatze, aber... Nein. Ihr wisst ja, was ich meine, Leute. Ich finde, gerade mit Läusen ist das... das wird so hochgebauscht. Ich meine, klar, es ist unangenehm und es sollte man auch sagen. Ist aber jetzt nichts, wo man jetzt nicht behandeln könnte. Also, ja, der eine sieht so, der andere sieht so, ne? Klar, ich persönlich bin da ganz tief entspannt drin. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die jetzt... anfangen hier den Kopf bis aufs Hirn weg zu fressen. Also das sind, ja, ist auch deswegen, das ist für mich jetzt kein Todesurteil, wenn man sowas hat. Okay, gut, Arbok ist immer noch nicht abgesoffen. Das ist schon geil, dass ein Level 33er Arbok gegen mein Draco überlebt. Ey, obwohl wir mindestens 12 Level drüber sind. Aber egal, alles drauf, Baby. Wir feuern wie die Irren jetzt auf diese Schlange ein. Und die Kobra, also Arbok rückwärts, Kobra, ne? Von weg. Fun Fact, genauso wie Retter, das ist Natte. Hey, hinfort, geh weg, verschwinde, du bist verflucht. Okay, 578, einen Teil nach Hause, sehr schön. Alles klar. Übrigens, was wir jetzt noch machen werden, Leute, und das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben da unten, das fand ich auch eine sehr gute Idee. Ihr habt schon recht, wie soll ich das sagen, dass Feuerschlag bei unserem Dings nicht gut ist. Das ist auch wirklich so spezielle Attacke und da Machomai ja im Prinzip ein, Angriffsmonster ist. Gehen wir jetzt hin und bringen den Buchtschlag bei. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, weil das feuert nämlich dann richtig rein. Das können wir sogar unserem Frogger und unserem Albtraum beibringen. Geil. Aber mit seinem Angriff ist, ist Herakles natürlich am sinnvollsten da drin. Und wenn wir schon die TMs haben, man sollte es nicht nutzen. Dafür schmeißen wir Feuerschlag raus. So. Jetzt haben wir natürlich ein richtiges Offensivmonster. Wirklich nur mit Attacken, ey, die einfach nur den Gegnern zerschnetzeln. Dann kam noch die Idee, mit Erdbeben beizubringen. Wobei ich sagen muss, da würde ich sogar Erdbeben sogar lieber unserem Rose beibringen oder später unserem Draco. Ich weiß gar nicht, ob er Draco das jetzt erlernt. Müssen schon mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und Frogge erlernt. Das wird natürlich riesenmega. Aber gut. So, Herakles ist jetzt Monster. Da, das Problem ist, gut, das war vorher schon ein Monster. Das Problem ist, ich weiß aber nicht, wo wir, die TM für Erdbeben finden. Ich weiß, dass es sie im Spiel gibt. Ich weiß aber nicht, wo. Ich weiß wirklich nicht, wo. Und das ist das große Manko, was ich habe. Alles klar. Gut. Hauen wir noch den Trainer jetzt mal hier weg. Wir bleiben bei Draco, damit Draco jetzt auch noch Level 46 erlernt, weil wir werden im Schleich noch einen richtig guten Kampf haben.
Ah, das Wetter ist so schön wie immer. Es ist dunkel, es ist nachts. Der ist aber bescheuert. Hat bestimmt das Scheinwerfer aufgebaut, dass er irgendeine helle Stelle hat, wo er sieht, oh geil, die Sonne ist so schön. Okay. Magma wird jetzt ausgemagmat. Das wird gemagmat. Also einfach mal gemagmat. Elektrifiziert oder so. Elektrifiziert, ja. Ich weiß, meine Wortwitze, wenn mit dem Level 29 Magma als Champ im Postgame, ey. Boah, da muss ich ja echt sagen, da waren sie in Pokémon Anjul, waren sie ja richtig assi drauf, ey, mit den Leveln. Da ging es da bis teilweise auf Level 90. Also da waren die ja wirklich krank. Boah, das hat richtig gefeuert. Ah, Trainerschiff 46, sehr schön. Und was kommt jetzt? Da hat drei Pokémon, da setzt ein Smogmog ein. Da könnten wir... Albtraum ansetzen. Ja, gute Idee. Albtraum. Albtraum könnten wir ansetzen. Perfekto. Damit wird das Smogmog wird sich ausgesmockt haben, gemockt haben dann. Smogmog, der Mock, der Schmonk. Okay. Das machen wir mal mit Hypnose. Und es geht daneben, aber das Ding kann nicht viel machen. Vergiften kannst du uns auch nicht, weil wir den Gifttyp haben, also ja, total geil. Übrigens, ich wollte es nur mal sagen, in Anbetracht dessen, weil ich habe das jetzt gelesen und ich fand es ganz interessant, es wird ja immer behauptet, dass Agathe ja eigentlich ein Geisttrainer ist. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Die hat nur Gift-Pokémon, Leute. Und da in der ersten Generation ja nur Nebulak, Alpollo und Gengar als Gift-Pokémon vertreten sind, mit dem Typen Geist, ist man halt davon ausgegangen, weil es ein Alpollo und zwar Gengar hat, dass ein Geisttrainer wäre. Nee, die ist ein Gifttrainer, die Gute. Die ist ein Gifttrainer. Kann auch sein, dass ich mich jetzt total irre. Also, das möchte ich jetzt auch nicht unterschreiben, aber ich fand den Gedanken schon ganz nett. So, das setzen wir Zappa ein. Hurra! Zapp, 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 die zapp, zapp. Und ich sitze ziemlich tief wieder. Ich glaube, ich bin zu fett. Der Stuhl, der drückt sich jetzt mal nach unten. Naja, solange nicht durchbricht, aber ich muss mir eh einen neuen holen, weil der hat leider schon ausgedehnt, die arme Sau. Den habe ich jetzt auch schon ziemlich lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der ist auch richtig gut eigentlich. Ich werde mal wieder so einen Gaming-Stuhl holen, aber diesmal einer, wo ein bisschen breiter ist, damit mein fetter Arsch auch reinpasst. okay, ihr macht Fettwitze. Ja, ich bin fett, ich darf das. So, okay. Und ich würde auch darauf angehalten, dass ich das beibehalten soll mit meinem So. Das mache ich aber tatsächlich eher unbewusst. Ich, im normalen Zocken oder mit Freunden zocken mache ich das gar nicht. Das ist so ein komischer Tick, den ich habe. Ich mache das wirklich nur bei Aufnahmen irgendwie. Also ich, total gestört eigentlich. Ich meine, gut, dass ich ganz sauber bin, weiß ich, aber wer ist denn das schon? Also es wäre schon langweilig, wenn alle gleich wären. Also wir müssen einander Klatsche haben, damit es läuft. Und jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, was es hier noch für Pokémon gibt. Ich glaube aber, da ist vergeben Liebesmühe, da zu gucken. Und das war mir so klar, ein Zubat. Ja, okay, scheiß auf Zubat, ey. Little Batman! Einfach so geil. Ja, Little Batman. Also, wenn ich mir mal einen Zubat fange, nenne ich bestimmt Batman oder Little Batman, ey. Das ist total geil. Ich finde es sau nice, ey, den Satz. Was ist mit dir? Oh, komm schnell her und ciao! Oh nein, Exhibitionist, Alter, macht bestimmt jetzt Whee! Und dann fallen wir in Unmacht. Wir haben verloren. Wir geben das Preisgeld ab und haben auch noch so einen Arsch, Alter. Okay, nein, das wäre jetzt natürlich zu schön. Ja, aber dass die Feuerspucker wirklich alle so fetzen, hätte ich nicht gedacht. Ach, ich hab Dragon noch drin, gell? Gut, ist auf der einen Seite ein Verkehr, der braucht ja eh das höchste Level von allen. Also ist er erst Level 55 entwickelt. Aber, ja, was soll ich noch zu sagen? Okay, das ist nice. Heuspucke Toni. Ah, da. Ach, Schneckmark! Ich wusste, dass die Entwicklung Makago heißt, aber ich habe jetzt wirklich nicht an Schneckmark gedacht. Schneckmark, ja, Schnecke. Schnecke und Magma, ja. Ich habe immer gedacht, die kämen aus der dritten. Ich hatte früher immer gedacht, die kämen aus der dritten Generation, weil man die hier eigentlich, glaube ich, nur diesen Kampf sieht oder so. Ist, ohne Witz, weil in der dritten Generation kommen die öfters vor und da hat man die auch öfter Kämpfe, wo man gegen die antritt. Genauso wie Skyrim Armor. Oh, wie heißt es jetzt schon wieder? Ich vergesse jedes Mal diesen blöden Stahlvogel seinen Namen. Ist auch egal. Ihr wisst, wen ich meine. Und da dachte ich auch mir, der käme aus Höhen, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, das kommt aus der Generation. Ja, da sieht man mal, dass so manche Pokémon aus der Generation einfach nicht, Oh, hier war mal ein Pokémon-Center, das haben sie weggemacht, die Schweine, okay. Platzsparung, einfach mal wegen Energiemodus. Energiemodus an und zack. Und wir werden jetzt wahrscheinlich gegen unseren guten alten Freund antreten. Glaubt ihr mir nicht? Okay. Es ist schon lange her, Kenia. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, was meine Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Wir beweisen es dir. Der ist überhaupt wortkarg. Ich finde ja von allen Rivalen, ist das ja einer von denen, die
Naja, am wenigsten Story-Relevanzen, ehrlich gesagt. Neben Heiko und unserem. Also der schlimmste Rivale, finde ich, ist ja der aus Höhen, weil der taugt ja wirklich kein Schusspulver. Gut, Koryphäe ist natürlich unser erster Rivale aus Schwarz und Weiß. Wie es jetzt damit Schwert und Schild und so aussieht, weiß ich nicht. Das werden wir aber noch sehen. Also ich habe mir mal überlegt, dass wir mal irgendwann mal so wenn wir mal alle Pokémon-Spiele durch haben, mal so ein Ranking machen der Rivalen. Weil manche sind halt einfach saugeil umgesetzt, einfach eine Plage und andere sind einfach da. Da weiß man noch nicht mal, dass die Rivalen sind. Oh, Magneton, sehr schön. Da können wir mit Magneton können wir eigentlich unser Herakles einsetzen. Können wir auch gleich mal Buchschlag austesten, Alter. Werden wir das Ding gleich pulverisieren. So ein 1000 Einzelteile, so 1000 Schrauben, ey. Dann liegt da so eine Ikea-Bauanleitung rum, wo man das Ding erstmal zusammenschrauben muss mit Anleitung. Ach, ich hab vergessen, Buchschlag ist eine Attacke, die... Na, verdammt. Stimmt, Buchschlag hat ja eine nicht ganz so hohe... Donnerschock. Ey, wir sind im Postgame, das Ding kann doch nicht mal Donner oder wenigstens Donnerblitz. Bäm! Haha! Geil. Wenn er das jetzt überlebt, wäre ich ausgeflippt. So. Naja, unser Rivale, der hat ja schon Übung da drin, von uns aufs Maul zu kriegen, also von daher. Jetzt setzt der Golbat. Der hat doch nicht mal X-Bart. Ey, Alter, du beschämst mich echt. Komm, das machen wir mit Zappe. Ich hätte es auch mit Frogger machen können eigentlich, aber Frogger hat ja schon das Leben weggeklatscht. Aber der hat wenigstens jetzt ein volles Team. Also von daher sollte man nicht ganz so hart mit ihm sein und vor allem, wenn er gut trainiert ist. Der ist stärker als sämtliche Postgame-Trainer, Alter. Das ist schon hart. So, ein gezielter Funkensprung und die Fledermaus ist gegrillt. Ach, Mann, ja, Little Batman. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich mal irgendwann mal ein Team habe. Konfusstrand ist nicht so schön. Verwirrung ist jetzt so eine Aktion, die brauche ich nicht unbedingt. Okay, Zabber verliert und wir setzen jetzt auf den Surfer ein und gucken mal, ob das uns wehtut. Zappel schlägt sich mal wieder selbst so. Pff, 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 einfach in die Fratz rein. So reißt sich so die Schwanzflosse ab und schlägt sich selbst. Und Golbat ist down. Batman ist Geschichte. Level 42. Auch wieder weg vom Fenster. Gibt aber gute EP jetzt für unser Zappel. Und zack. Jawoll. Also wenn man leveln will, das kann doch wirklich einfach nur die falsche Idee, echt ohne Scheiß. Da sollte man wirklich hingehen und sollte in der Pokémon-Liga trainieren, das ist das Beste, was wir haben. Und wir setzen Gengar ein, gell? Den eigenen Albtraum setzt er gegen uns ein. Na, das ist nice. Wir haben auch kein Wasser-Pokémon, glaube ich. Hab ich gerade festgestellt. Ui, Gengar macht den Pokédex. So schön die Beine bewegen, ey. Alles klar. Nein, setzen wir jetzt einfach mal Hypnose ein. Das war mal ganz geschillt mit Traumfresse. Das ist die Rache dafür, dass es uns im Early Game so ganz schön mitgenommen hat, das Vieh. Jetzt haben wir selbst so ein Monster. Und zack. Psycho-Attacken und Geistattacken gegen Geist-Pokémon sind natürlich ein Muss. Sehr nice. So, sehr effektiv. Und Gengars Traum. Ich würde ja gerne mal wissen, was Gengar so träumt, ey. Es träumt wahrscheinlich von anderen Gengar-Weibchen oder so. Nein, Spaß. Oh, Simsalate. Das ist natürlich nicht so schön. Wir bleiben bei Albtraum. Das dürften wir eigentlich outspeeden. Obwohl, Simsala ist sauschnell. Aber mit Spukball könnten wir es auch one-hitten. Vielleicht. Ah, geil, Alter. Sowas liebe ich doch. Sowas macht mich einfach nur an, Alter. Sowas finde ich toll. Sehr schön. Okay. Turn du. Können wir. Ich habe wirklich. Mein Groß ist wirklich in diesen Kämpfen einfach nur scheiße, habe ich festgestellt. Okay, Frogge. Du hast einen höheren Spezialangriffswert wie unser Zappe. Dementsprechend. Fräsen wir das Ding jetzt mal weg. Schießen wir mal die Flammen aus, einfach mal die Lichter ausgeschossen. Mit Surfer. Theoretisch hätte ich auch Abgesang einsetzen können, aber okay, wenn es jetzt nicht ein, zwei Mal eine trifft, setze ich Abgesang ein, dann nehme ich das Tulup mit in den Tod, egal wie. Ja, fuck, das habe ich mir gedacht. Nochmal. Ah, wenigstens nur einmal. Es gibt nichts Schlimmeres wie Genauschkart in der ersten Generation, ey. Das ist so mies einfach nur. Ich meine, wir kennen es ja von der ersten Generation. Einmal Sandwirbel ist das Vieh einfach nur blind und schon halb tot. Das ist nicht so schön. Gut. Tarnupdu ist weg. So, unser Rival hat aufs Maul gekriegt, wie immer. Und wir sind die Siege, wie immer. Und Frogger hat fast ein Level erhalten, was es nicht hat, wie immer. Und unser namenloser Rival ist am Arsch. Ich glaubte immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien, aber ich habe versagt. Alter, du bist eine Lutsche ohne Scheiße. Du hast mich schwer besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen.
Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Arcania. Eines Tages werde ich es dir beweisen, dann besiege ich dich. Träum weiter den Schlaf deiner schlaflosen Nächte, also deinen Schlaf der Gerechten oder sonst was. Okay, hier setze ich jetzt mein Dings ein, ein Top-Schutz, weil ich will jetzt ganz gerne nochmal wissen, was hier abgeht, bevor wir jetzt nach Fuchsania gehen. Weil wir müssen ja auch die Fahrradroute noch wegbashen. Und dann werden wir uns gegen Janina in den Kampf wagen. Okay, das ging recht flott. War der Mondberg wirklich so kurz? Ich hab eine Länge in Erinnerung, Leute. Total geil. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch. Mondbergplatz, Schutt abladen, verboten. Da ist nix. Oh! Ach, tanzende Pipis. Stimmt, dieses Event gibt's ja hier. Hab ich voll vergessen, Leute. Das war jetzt wirklich Zufall. Müsst jetzt so den Gangnam-Style tanzen. Nur Gangnam-Style. Und ciao, ciao, Pipi. Weg vom Fenster. Pokémon könnten ihn vielleicht sehr schnell, ja geil, die hauen einfach ab, Alter, und dann gibt's nichts. Aber ihr habt es schon gesehen, Leute, ich glaube, da unten drunter ist ein Mondstein, das weiß ich aber nicht genau. Ich habe jetzt auch kein Pokémon mit Zertrümmerer, aber es ist sehr interessant, dass wir die Pipis gesehen haben. Okay, das war jetzt nicht geplant, aber nice. Da habe ich euch mal wieder was gezeigt, wo ich nicht wusste, ob es es gibt, also nice. So, und der nächste Wurstmaul. Ich spüre, dass ich gewinnen kann, mal sehen, ob das stimmt. Nein, das stimmt nicht, du Lutscher. Ich mach dich kalt, Alter, ich vernichte dich, ich reiß dir den Arsch auf. Okay, ich werde wieder aggro. Sehr schön. Die Evelyn. Evelyn setzt... Oh, die hat einen Watti, ey. Mann, wie gerne hätte ich einen Ampharos gehabt. Das gibt's aber in der Generation noch nicht zu fangen, ey. Okay, Icy. Wenn wir es nicht fangen können, dann töten wir es. Dürfte eigentlich... Alter Frogger, du bist echt abartig. Hättest du das wenigstens noch gekillt, wäre es in Ordnung gewesen. So das Pokémon einfach mal nach dem Kampf besiegt und ausgeweint und einfach mal so ein Pelzmantel draus gemacht vor den Augen ihrer Trainerin, so geschoren und sowas. Ach, ich sag ja, Pokémon in Assi. Geil. Aber wir spielen ja irgendwann noch einen Romhack, der nennt sich Pokémon Feuer Grün, den muss ich euch mal zeigen, der ist so dumm, Alter. Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber ich kenne so ein paar Szenen und ich habe auch schon so den Anfang so gesehen, also es ist schon ganz lustig, das werde ich euch schon irgendwann zeigen, wenn sowas ist. Das ist geil, das wird euch auch gefallen und ich werde mich das, und ich werde den Lachfleisch des Todes haben wahrscheinlich. Okay, den dann können wir einfach überrennen. Sehr schön. Ich trainiere Pokémon. Trittst du gegen mich an? Nein! Ich rufe die Polizei auf, mich zu belästigen. So als Stalker hinstellen. Ah, okay, das ist ein Vogelspast. Vogelfänger? Vogelspasti, genau. Der hat einen Vogel. Der hat wahrscheinlich einen Vogel, aber er ist ein Vogelfänger. Taubsi Level 12. Ey, das gibt's doch nicht. Fucking Taubsi Level 12, ey. Das wäre genauso, wie wenn ich einen Level 5er Vollriegel gegen den Schem Siegfried mit seinem 46er Tragen an den Kampf schicken würde. Ist geil. Okay, da hat Taubos jetzt noch. Das können wir mit Zapper erledigen. Das wird auch gerade gegrillt. Haben wir den Chicken McNugget wieder weg. Gibt's mal wieder schönen Entenbrand. Achso, Taubos ist die Endentwicklung statt Tauboga. Level 12 ein Taubsi und dann Level 34 Taubos, ey. Alter. Sehr schön. Und Batsch! Grill diesen Vogel, grill diesen Vogel, grill und grill und grill diesen Vogel, yeah! Müsste jetzt wirklich nur noch so ein Grillhähnchen übrig bleiben als Ansicht am Ende. Fände ich lustig. So, der Gym ist down. Uff, ich habe verloren. Ja, du hast verloren. Du bist einfach nur scheiße. Okay. Dann können wir auch unser Dings hier hochsetzen. Unser Zapper eigentlich direkt. Dann sind Herakles, Albtraum und Rose dran. Und dann haben wir auch wieder dasselbe Level wieder zusammen. Das ist nice. Und da oben die Tante, die mischt natürlich auch aufs Maul. Das können wir ihr natürlich, ne? Gottes Willen. Ich. Schnauze, du sollst gehört und nicht gesehen werden. Nein, andersherum. Ne, doch, war schon richtig. War ein Zitat aus einer bekannten Serie, die nichts für Kinder ist. Du sollst gehört und nicht gesehen werden, Schlampe. Geil, das werde ich nie vergessen. Okay. Das andere Wort habt ihr gehört, weil ich weiß noch nicht, wie ich auspiepsen kann. Muss ich mal irgendwann mal gucken, aber auf der anderen Seite sage ich, jo, die Jugend von heute, die hört eigentlich schon, die kennt weitaus schlimmere Beleidigungen schon in jungen Jahren, wie ich sie wahrscheinlich damals sie hätte kennen können, ey. Und mir waren auch hart. Also, war schon, ja. Aber ich mag halt diesen Gassenslang halt nicht. Ich bin halt kein Fan von diesem Gassenslang. Also, ich bin einer, wo gerne Alter sägt. Das Alter sägt, das habe ich mir früher als Kind schon gemacht. Ich meine, dann hat man auch schon Digger gesagt und
ohne so Sachen, aber ja, ich weiß auch nicht. Also das war wenigstens noch harmlos, aber ja, es gibt manche Dinge, die werden schon verstehen, was die heutige Jugend angeht. Also diesen, ich meine, es ist jetzt, wir waren als Kinder und als Jugendliche, und gerade als Jugendliche, sag ich gleich, waren wir keine Unschuldsengel. Also wir haben auch über die Stränge geschlagen, haben ganz schön böse Wörter rausgehauen, teilweise im Nachhinein gedacht, Alter, hast du eine Scheiße gelabert eben. Oder einfach gar nicht gedacht, das ist auch so. Oder nur mit dem Schwanz gedacht, das ist auch so. Aber wir hatten wenigstens noch Anstand und Respekt. Ich sag jetzt nicht, dass die wie soll ich das jetzt erklären, dass die Jugend von heute jetzt keinen Anstand und Respekt hat? Aber so manchmal denke ich mir, muss das wirklich sein? Ich weiß es nicht. So manche Sachen müssen wirklich einfach nicht sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Okay. Genug. Arcadia lässt den Moralapostel wieder raushängen. Wir holen uns jetzt unser Hapsi. Fliegen nach... komm, Herakles kann auch mal rausgehen einmal, der war jetzt glaube ich auch nicht draußen. Fliegen nach Prismania, machen noch die, den Fahrradweg. Und wenn wir den Fahrradweg hinter uns haben, Leute, dann werden wir uns auf jeden Fall noch um Janina kümmern. Ich hoffe, dass wir in dem Part das schaffen werden, die Alte wegzuflexen. Die wird so richtig, die wird härter geknallt als die Tür im Arbeitsamt, das schwöre ich euch. Als die Tür beim Jobcenter. Das ist ganz klar. Oh, da gab es diese ultra schlechten Witze. Das waren keine Witze, sondern Anmachsprüche, Alter. Und wie der dann da hingeht und sieht noch eiskalt über die, warum bist du, schade, dass du keine Tür bist. Und wie sie sieht, warum seht er, weil ich dich die ganze Nacht nur knallen würde. Ey, ich... Das ist eigentlich zum Fremdschämen schon. Es ist eigentlich zum Fremdschämen, aber das war so derb und kam einfach so random, dass ich mir gedacht habe, nee. Ich hatte so einen Lachflash, weil er das auch so trocken gesagt hat. Ich glaube, das habe ich in irgendeinem Part auch schon mal erwähnt, aber ist mir gerade eben so eingefallen. Ich fand das so geil. Das ist genauso, wenn das ist genauso dämlich wie so manche Mutterwitze. Also ich finde, manche sind lustig, manche sind nicht lustig. Wenn man das jetzt so aus dem Stegreif und so richtig trocken heraussagt, so nach dem Motto, ach komm, jetzt steigen wir aufs Fahrrad, ey, damit die Alte mal ihre Schenkel mal bewegt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Fuck! Nein, aber, achso, mit Anmachsprüchen hatten wir es, ja genau, mit den Anmachsprüchen, das ist, mit den Mutterwitzen, genau. Und wenn sie dann kommt und hauen dann diese Mutterwitze da raus, dann denke ich mir, Alter, ohne Witz, echt jetzt? Okay, die haben die Steile wirklich nicht behoben, die Säcke. Sehr schön. Aber ich will trotzdem jetzt mal gucken, dass ich hier noch ein paar Trainer wegflexen kann. Wäre nämlich ein bisschen schade, wenn wir das nämlich nicht machen könnten, weil hier keine Sau ist. Okay, jetzt gehen wir mal... Ein potenzielles Opfer. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Ja, und wie gesagt, so Mutterwitze, wenn da so einer neben dir steht und sieht, du siehst aus wie ein Verkehrsunfall und der andere sieht dann ganz trocken, deine Mutter ist ein Verkehrsunfall. Also, da kann man mich schon zum Lachen bringen, wenn es so richtig sarkastisch und so richtig trocken kommt. Also, ich hab einen sehr trockenen, aber auch schwarzen Humor teilweise. Aber, ja, so bin ich halt. Ich bin halt sehr sarkastisch und ironisch. Manchmal auch ironisch, aber also, ich liebe auch manchmal Ironie, ey. So ironische Witze, das ist auch schon mal ganz lustig. Das ist genauso wie Fettenwitze. Ich mache mich das selbst über mich lustig, weil ich habe damals immer als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja fett. Okay, das bin ich heute auch noch. Aber ich war fett. Also ich war richtig fett. 140 Kilo. Nicht gelogen, ohne Scheiß. Habe in einem Jahr 40 Kilo abgenommen, ohne Gnade. Ohne Sport vor allem. Ding, null Diät. Und ich habe es durchgezogen, ohne... Okay, jetzt habe ich vergessen zu tauschen, egal. Also das, ob ich das nochmal schaffen würde, weiß ich nicht. Aber ich bin lange nicht mehr so in der BMI-Ordnung, wie ich damals war. Und ja, und irgendwann habe ich halt mal gelernt, statt sich drüber aufzuregen, sollte man sich einfach drüber lustig machen. Und seitdem mache ich mal auch selbst Witze über mich und mein Gewicht und mein Aussehen. Also ich sage immer so ein bisschen, Selbstironie schadet nie. Es ist auch sympathisch teilweise von manchen, bei manchen, wenn sie sich jetzt auf Korn nehmen. Man sollte allerdings darauf immer achten, dass es wichtig... Oh, geil. Ah, schon wieder gewechselt. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Ja, du kriegst auch einen Schnellkampf und zwar schnell auf die Fresse. Es gibt, man sollte immer die Grenze finden, oder Hector, man sollte immer die Grenze finden zwischen Selbstironie, Spaß, aber auch dem Behalten der Würde. Also man sollte sich selbst nie so hart rannehmen,
dass man im Prinzip seine eigene Würde im Stich lässt. Also das habe ich mir in den Jahren gelernt, deswegen, ich mache mich sehr gerne über mich selbst lustig, aber mit Anstand, sage ich jetzt mal. Und wenn es passend ist, also ab und zu mal. Ich meine, das haben diese fetten Backen schon so an sich. Also von daher. Oh, jetzt habe ich zugekriegt, jetzt tut's weh, ey. Ich habe so fest zugegriffen, Alter. Scheiße. Alles gut. Ich lebe noch. Leider. Nein, ich lebe noch. So, Hector. Zeig mir mal den Hector. Ich gebe dir mal meinen Hector. Fass Hector. Okay, genug geschlechten Witze. Das kann Albtraum jetzt erledigen, weil dann hat Albtraum nämlich auch das nächste Level erreicht. Und wir kommen aber gut Level. Oh, Hypnose wirkt nicht. Und er kann immer noch Smog. Ey, was ist mit diesem Teil kaputt? Unfassbar. Okay. Ein Kapino abgezogen. Sehr schön. Das holen wir uns doch gerade wieder zurück. War gerade Traumfresse. Ist das Beste, was es gibt, ey, in dem Fall. Ja, ich sag immer so ein bisschen Selbsthumor ist gerne mal gesehen. Ich meine, jeder kann damit umgehen. Die sagen dann alle, der nimmt sich selbst für voll. Ich persönlich schlag mittlerweile nur noch drüber, weil, es ist manchmal besser. Das ist jetzt eine, ich kann jetzt nicht sagen Weisheit, aber zumindest für mich eine persönliche Weisheit. Liebe, lächeln und sich selbst so nehmen, wie man ist, im Spaß, weil man es weiß. Statt sich selbst zu bemitleiden für das, was man ist. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, hätte ich das schon ein bisschen besser formulieren können, aber es ist, so sehe ich das. Also man sollte sich selbst nicht vergessen, man sollte dran arbeiten, aber man sollte es mit Humor nehmen. Entweder man ist zufrieden mit sich selbst oder man ist es nicht. Ich war es damals nicht, ich habe es nur mit Humor genommen, um es zu unterspielen. Alter, Amadeus, Amadeus. Die perfekte Nacht zum Angeln, Baldurfisch, bla. Ey, der erzählt mir jetzt schon seit mindestens 30 Seiten, ich kenne jetzt seit 10 Parts oder so, dass ein Baldurfisch gewachsen ist. Ist mir scheißegal, dann schneid dein Kugelfisch auf und fress ihn, ey. Schmeckt gut und schön die Giftdrüse noch verballern. Also das würde ich dir auch noch gönnen, ey, Kollege. So, jetzt muss ich schon gucken, dass ich jetzt keinen vergessen habe. Okay. Da. Alter, wie viel wir hier doch vergessen können. Ich habe wirklich die Route. Ich habe wirklich die Route genommen, wo wirklich fast keine Sau ist. Ja, sehr schön. So, Herakles, du bist dran und dann kann Ross wieder glänzen. Hui! Fahrradunfall! Ruf die Polizei! Hey, bist du aus Johto? Nein, ich bin. Nein, ich bin aus Unionova, Alter. Ich habe Pokémon, die hast du in deinem Leben noch nie gesehen in der Generation. Was, der Hannes? Hey, der Hannes, geil. Aber setz auch wieder den Smogmog ein. Das einzige Blöde ist, der entweder keine Explosion oder Schlammbad. Und ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, dass Herakles jetzt noch vergiftet wird. Aber mit Gift-Pokémon haben wir sowieso ein bisschen zu tun hier. Und Wuchschlag ging daneben. Und es setzt Rauchwolke ein! Hey! Hey, Baby! Ich habe eine Rauchwolke gefangen und die Genauigkeit sinkt. Okay, stärker. Bam, friss Steine! Du Missgeburt der Natur, ey, du Evolutionsfehler. Boah, geil, direkt. Boah, Volltreffer auch noch. Sehr schön. Ich glaube, da hat noch das eine, gell? Okay, Hannes ist besiegt. Also, Hannes ist, haben wir weggehannest. Also, ich würde vieles machen. Nichts gegen Leute, wo Hannes heißen, ohne Witz jetzt, aber ich würde vieles machen, aber ich würde mein Kind niemals Hannes nennen. Ey, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Das hat jetzt nichts an dem Namen selbst oder an den Personen, die so heißen, zu tun, aber ja. Das ist schon, ich weiß nicht. Alle, die haben die Steile noch steiler gemacht. Unfassbar. Herakles, du bleibst mal da, weil ich würde dich ganz gerne nochmal einsetzen, damit du das nächste Level erreichst. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. die Könige des Radwegs alle sind so die Hell-Pokémon, ey. Die Hell-Angels unter den Pokémon und so. Der Fridolin! Yeah! Heil Fridolin! Okay. Smoggern. Das werden wir jetzt auch mit einer gezielten Stärke einfach wegpfeffern und dann ist das Thema auch durch. Bam! Das wäre so richtig geil, wenn es da Funken fangen würde, würde es explodieren. Einfach explodieren, ey. Aber ich glaube, das reicht nicht fürs nächste Level, oder? Nee, das reicht nicht fürs nächste Level. Na gut, da hat er noch drei Pokémon. Oh, da hat ein Glutexo. Glutexo ist cool. Okay, das sieht so richtig stirb aus, finde ich. Vom Gesicht her so richtig schockiert. So, was bist du? So richtig angewidert. Geil. So, Wuchschlag hat getroffen, sehr schön. Und bam. Ah, Level 50 ist incoming, Leute. Level 50 ist incoming bei den Pokémon. Und jetzt hat er noch einen Smogmog. Ist jetzt natürlich mit Groß jetzt kein super
Gegner als Gift-Pokémon. Aber ich glaube, Ross hat auch den Zusatztyp Gift. Also, nee, hat's nicht. Ist halt rein Pflanze, gell? Oh, verdammt. Setzen wir mal Blitz ein. Dass er nicht mit Schlammbad oder sowas kommt, das wäre natürlich mies. Genau, ich kann gesehen. Ach, ich hätte Wahrsager, ich hätte Pokémon-Sager werden sollen. Pokémon-Ja-Sager oder so. Bitte. Ah, oh, nicht wirklich sehr schön. Und zwar mit Body Slam und BÄM! Frisst die allmächtige Kraft der Natur! Ich mache mir Sorgen, ich mache mir wirklich Sorgen bei einem Level 30 Smogmog, ja? Also ich bin ja auch nicht mehr ganz sauber. Aber gut, ich bin nicht vergiftet und das war's. BÄM! Wir haben die ganzen Biker von den Fahrrädern gebummt. Was hast du gemacht? Ich hab die Biker vom Fahrrad geschmissen, am Sattel gerochen. Mann, war das geil! Nein, okay. Das klingt schon hart, ey. So richtig assimäßig. Komm, wir gehen auf den Radweg und schmeißen Fahrräder um und riechen am Sattel. Geil! Okay, das ist schon so richtig assi. Oh. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania. Naja, aber runterwärts, ja. Hochwärts kackt die einen, nervt die einen total, ey. Okay, okay, okay. Noch ein Vogelfänger, der Egon mit seinem riesen Egon. Oh, Noppu. Ah, und ich hab nichts da drin, gell? Autsch. Setz Schnabel ein. Schnabel, eiskalt. Boom! Kleines Huhn, einfach mal die Eule pulverisiert. Ich stelle mir gerade so vor, wie ihr da so einfach so eine Mindstange schmeißt beim Hochschlag. Hat schon was. Geil, einfach nur uff. Ey, ich bin wirklich krank, einfach nur. Okay, der nächste ist da, der kriegt jetzt auch die Fresse voll. Dann haben wir es hinter uns. Da werden wir aber Rose jetzt hochsetzen, weil Rose ist das einzige Pokémon, was noch einen Level abbraucht. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, ist es auch ein Fahrradfahrer. Ein Vogelfänger. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Ich habe so manchmal das Gefühl, manche Trainer sind nur im hohen Gras, um es zu rauchen. Aber gut, passt schon. Okay. Der Frank möchte kämpfen und schickt ein Dodu in den Kampf. Ein allmächtiges Dodu. Okay, das ist nice. So, das werden wir direkt wegrasieren. Und Body Slam. Klatsch! Ich sage, Body Slam war in der ersten Generation einer der geilsten Attacken, die es gibt, auch in der Generation des Body Slam nicht zu unterschätzen, finde ich. Ich weiß nicht, ob sie es genervt haben, aber ich glaube nicht. Also, das ist immer noch so abartig wie vorher. Gut, man muss auch dazu sagen, die Pokémon sind auch abartig schwach, ne? Warum habe ich eigentlich immer das Gefühl, wenn Dodo und Dodri können ja fliegen erlernen, gell? Ich habe am Anfang wirklich immer gedacht, die tun dann ihre Köpfe wie so Helikopter dann drehen und einfach weg und einfach abfetzen. Dabei fliegen die mit den Füßen. Die strampeln dann so dumm in der Luft rum, das ist total geil. Aber dieses Helikopter-Dodri hat auch was. Also, wenn so alle drei Köpfe einfach drehen, so. Geil. Stell ich mir so richtig cool vor eigentlich. Ach Mann, ey. Ich sag ja so manchmal, man müsste manchmal wieder Kind sein möglich. Ich hab einfach die geilsten Gedanken mit denen gehabt. Das war schon lustig teilweise. Okay. Dodri darf gerade so noch weiterleben. Aber die Paralyse ist ja auch noch da, also da bin ich total entspannt. Furienschlag. Ey, Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Furienschlag, Baby. Ohne Witz. Okay. Dann. Und wir können uns eigentlich mal ein bisschen was zurückholen. Ob es jetzt killt, ist eine andere Frage. Aber Hauptsache, wir kriegen ein bisschen KP wieder zurück. Warum? Weil ich einfach Bock drauf hatte. Und wir haben es geschafft. Und Rose ist Level 46. Sehr nice. Okay. Also dem Digga-Sauger beizubringen war eine gute Sache, ey. Gerade wenn es gegen ein Pokémon kämpft und ich habe nur wenig KP, dann können wir viel rausholen damit. Und ich sehe schon, Spezialverteidigung und verteidigungsmäßig ist das Ding ja nicht schlecht. Der Angriff habe zwar im Gegensatz zum Gast, aber naja. Yippie! Der freut sich, dass er aufs Maul gekriegt hat. Sehr nice. Ach man, das sind mir die liebsten Trainer, die sich einfach total freuen, wenn sie die Fresse poliert kriegen. Und wir sind in Fuchsania, Freunde. Ich bin so dumm, um durch die Tür zu gehen. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Kap bei dazu. Ja, schön, der ist ja auch nicht da. Außer der Alte. Ich habe dieses merkwürdige langsame Pokémon auf dem Radweg gesehen. Was? Ich habe diese merkwürdigen langsamen Pokémon auf dem Radweg gesehen? Merkwürdig langsame Pokémon? Boah, ist jetzt mal eine gute Frage, was der jetzt damit meint. Ich bin Janina, Hokus Pokus Philibus. Siehst du, jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Ah ja, gut, dann wissen wir ja, wie sie aussieht. Dann können wir ja auch Clash Backpfeifen verteilen. So, wir machen sie wieder fit.
Okay, wir benötigen eine Pokémon. Wir wollen natürlich in den Krieg ziehen und holen uns jetzt den wohlverdienten... Ja gut, ob wir verdient haben, ist eine andere Sache. Wir sind ja schon Champ. Aber wir holen uns jetzt eiskalt den Seelenorden, Leute. Und dann werden wir die Stadt erkunden. Hey, ein Champ in Spiel. Na nun, sieh dich mal um. Alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina. Welche davon ist die echte? Ach du Scheiße, jetzt müssen wir auch noch so einen Scheiß machen. Fuchs ein, das sind die Pokémon-Arena. Die sind noch nicht mal wert, dass man hier überhaupt... geil. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Wir machen jetzt erstmal die alte hier platt. Okay, die setzt Gift-Pokémon ein. Da werden wir... Ach, eine gute Frage. Wir haben nichts, gell? Also gegen Gift-Pokémon haben wir wirklich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Okay. Ah, die war's nicht. Reingelegt! Boah, jetzt gibt's erstmal Zuhälterschwelle, ey, mit der Rückhand, mit den Knochen, alle in die Fratz. So eine Göre. Oh, es ist sogar eine Göre. Die Mechthild. Die Mechthild, Göre Mechthild. Mechthild. Okay, nice. Okay. Okay, was können wir mit Dragon dagegen ansetzen? Wir könnten eigentlich nur mit Feuerwut jetzt antreten. Gut, wir haben ja auch noch Drachenmut, also im schlimmsten Fall können wir den einfach mit Drachenmut einfach abfackeln. Aber Feuerode macht das schon. Total nice. Sehr schön. 411 EP, das ist ja gar nichts. Warum hat man das so gemacht? Gut, auf der einen Seite ist es schon richtig, wenn man richtig starke Pokémon hat, dass sie natürlich ein bisschen schwerer zu trainieren sind, ist klar. Aber manchmal, es ist einfach nur ein Abfuck, ey. Es ist einfach nur ein Abfuck, echt. Wenn du ewig lang trainieren musst. Und ich hasse es zu grinden, Leute. Natürlich kann ich auch die Animation rausmachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die Animation gehört einfach dazu. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es geht aber schneller. Offscreen geht es weiter schneller, wenn man es macht, das ist schon richtig. Aber ich finde einfach, die Animation gehört im normalen Gameplay einfach dazu. Das muss einfach sein. Ich muss sehen, mit was ich die Gegner wegflexe. Ach, Mann. Und? Überlebt's? Ja. Ja, dieser Flur ist defensiv. Hat ein Spezialverteil. Spezialmäßig haben wir aus unserem... aus dem Livestream mit Bisasam gehabt und da war das ja schon übel. Der hat natürlich einen recht annehmbaren Spezialwert. Aber gut, egal. Das wird dieser Pflanze auch nicht helfen. Lockduft und es ging daneben. Gentum ist geil. Jetzt machen wir es mit Drachenmut. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Hätte ich eigentlich auch voll machen sollen, aber egal, wie wir es gemacht hätten, wir hätten es eh nicht gequittet oder gekillt. Dementsprechend bin ich total entspannt. Okay. 1515 LP und die Mechthild ist für ihre. Oh, ich habe verloren. Du bist kein Schwächling. Nein, ich bin Champ, Leute. Was ist falsch mit euch in dem Laden? Habt ihr immer noch nicht gerafft, dass ich der Champ von YouTube bin, Alter? Ohne Witz, was ist bei euch kaputt? Habt ihr einen Dachschaden? Die haben den Schlag mit der Wichsbeistimme gehört. Auf jeden Fall. Und da ist die nächste. Mal gucken, ob die das ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die wird irgendwo in der Mitte rumgeistern, die Alte. Das ist sicher. Okay, komm, auf geht's. Ich bin Janina. Woher wusstest du, dass ich die Erste bin? Auf in den Kampf. Los. Das wär's jetzt gewesen. Ey, die hat mich verarscht. Oh, dafür gibt's... Oh, jetzt bist du reif, Alter. Jetzt tut's weh. Da nie die Queen Mensch in Stücke rammeln, alle. In Stücke fetzen, ey, in Surfen. Da muss ich an die Kommentare denken. Die war auch so geil. Wenn ich auch mal da unten ein. Azuria Swingle Club. Die Arena, mit der man auch auf Misty reiten darf. Sorry, mit Misty surfen darf. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Spruch war geil. Der war einfach geil. Der hat mir richtig gefallen, Leute. Ich sage, das ist so ein derber Humor einfach von mir. Das ist so manchmal. Vor allen Dingen, weil das so Sprüche sind, die ich auch ab und zu mal reiße. Und ich finde es einfach geil. Okay. Zurück wieder. An den Picknicker, den wir gepicknickt haben. Ich wollte gewinnen. Nein, in dem Moment, wo du mich herausgefordert hast, wolltest du verlieren. Du wolltest einfach deine Existenz beenden. Okay, nächster. Ahahaha, du kannst Gift draufnehmen, dass ich Janina bin. Ja, das nützt mir nichts, da bin ich am Arsch. Da bin ich ja tot, ey, wenn ich jetzt Gift fresse. Okay. Der Till. Der Till Schweiger, ey. Hallo, ich bin Till Schweiger und habe diese Rolle. Kann mir gerade so einen Urlaub damit auf den Bahamas leisten. Okay, ich glaube, er lügt. Das war aus Trumpship Surprise nicht ganz so genau zitiert, aber das war schon lustig. Das war so die geilste Stelle, wo sie da hocken und sagen, ich habe meinen BH vergessen und der und die und der andere holte mir heraus in den Main. Total dumm, Alter. Total dumm einfach nur. Also ich sag, es gibt schon derbe Filme auf der Welt, wie die Schuh des Manitou oder so. Das war total bescheuert, ey. Du willst also ins Bett, John.
Okay, hopp, hopp, ab ins Bett. Alle anderen aufsatteln. Total geil. Ich sag ja, das ist total bescheuert. Wie sieht's mit dir aus? Wir haben sie eigentlich fast alle durch. Ist jetzt eine 50-50 Chance. Aber wenn wir schon dabei sind, dann klatschen wir sie alle weg. Ja, okay. Hehehe, ich bin ja nie in der Arena da drin. Bin ich doch nicht. Reingefallen, Blödmann. Oh, für die Beleidigung, Alter, wirst du schmoren in der Hölle. Ich sag dir jetzt mal die wahre Kraft der Pokémon. Ich schwöre dir, Gabriel. Das. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, aber ich weiß genau, wenn ich versuche, lustig zu sein, bin ich es nicht. Deswegen habe ich es eben auch. Außer, wenn ich auch vergessen, was ich sagen wollte, muss man dazu sagen. Total geil. Alles klar. So. Du flohst jetzt die also ein. Setzt Säure ein. Das können wir eigentlich ganz geschickt mit einem Dings regeln. Ich denke mal, vorher unten dürfte jetzt hier ausreichen, weil Drachenmut das meiste jetzt schon abgezogen hat. Und. Schön. Perfekt. Twago 847 EP, erreicht Level 47, Alter. Twago, ey, du gehst ganz schön ab gerade. Oh, Bodyguard versucht er zu erlernen. Sollten wir ihm Bodyguard beibringen? Nein, da ist mir Donnerwelle sogar lieber. Also Bodyguard hat zwar den Vorteil, dass wir dadurch den Statuseffekt nicht getroffen werden, aber scheiß drauf. Wir fräsen einfach alles weg. Jetzt kommt ein Arbok, da können wir unsere Rose eigentlich mal einsetzen. Da brauchst du die anderen dazu nehmen. Weil mit Body Slam können wir dieses Arbok eigentlich zurück in die Höhle schicken. Level 34, sogar weiblich, okay. Das Geschlecht interessiert mich in der Generation eigentlich null. Auch in den nachfolgenden, muss ich ehrlich sagen. Und klatsch! Stell dir jetzt mal vor, wenn da so ein Riesenvieh dich einfach Body slammt. Ey, das muss doch Schweine wehtun oder dich einfach nur aus dem Leben slammen. Na? Sehr gut, okay. Ich habe jetzt wirklich eben schon gedacht, wir werden jetzt paralysiert. Vergiftet. Das wäre natürlich wieder mies gewesen. Das muss ja nicht sein. Wenn wir die Arena hinter uns haben, erkunden wir die Stadt und machen dann auch die andere Route, dass ihr die auch noch gesehen habt. Und dann werden wir uns auf jeden Fall zu Pyro begeben. So, Roserwelt 1041 GP. 71 GP, weil Pyro ist. Ist nicht der Rede wert, soweit ich mich dran erinnere. Also der ist, da gibt's auch nicht großartig gegen was wir da kämpfen können, soweit ich weiß. Aber ihr werdet auch im nächsten Mal sehen, warum und was ich meine. Weil der hat nämlich ein bisschen mit seiner Insel nämlich die Arschkarte gezogen, so richtig dezent. Indem er. Ich spoilere euch nicht. Ich will euch nicht spoilern. Also ich muss auch immer an die denken, wo sich das LP anschauen, so ein bisschen. Und gar nichts wissen gibt's ja auch. Aber ja, Pyro hat eine Klatze. Ah, Quatsch, das kann seine Probleme. Aber auch ein Klatzer. Okay. Gabriel ist down. Jetzt bleibt ja eigentlich schon noch einer. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Die hat ja auch Gift-Pokémon und das ist 100 Pudi. Was werden wir gegen die antreten lassen? Drago ist schon mal raus aus der Nummer. Dann würde ich unseren Albtraum gerne mal hochsetzen. Ja, wir starten mal mit Albtraum. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mach nur Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin ja nie eine Arena-Leiterin von Fuchsania City. Die schwächste auch von allen. Guck mal aufs Level. Gegensatz zum Rest. Tja, die gute Tochter von Koga möchte kämpfen. Und sie schickt einen X-Button-Kampf. 36. Während die anderen so auf Level 45, 46 oder knapp 50 sogar rumrennen. Nein. Die gute Janina ist für einen Arenaleiter gnadenlos unterlevelt hier in Johto. Also das ist wirklich die Schwächste von allen, muss ich sagen. Obwohl ich es ein bisschen schade finde, weil vom Stil, von der Stilistik her und von dem Thema her gefällt die mir sehr gut, die Arenaleiterin, also die Janina selbst. Die haben halt beim Team halt ein bisschen Scheiß gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest was das Level angeht. Aber gut, man kann es ja damit begründen, dass sie ja neu ist und dass sie ja den Posten übernommen hat von Meister Koga. Ich wollte schon Meister Yoda sagen, aber das stimmt ja nicht. Und ja, kann man sehen, wie man will. Okay, so, Frogge. Ariatos. Hurra! Ich kann auf meinem Rücken die Stiele. Manche wackeln mit dem Schwänzen. Mit den Schwänzen. Ariatos mit seinem Rückgrat, okay. Alles schlecht. Ice Heap. Und Frogge, das dürfte eigentlich kein Thema sein. Setzt Grimasse ein. Ja gut, okay. Was will denn das Vieh für eine Grimasse schon schneiden? Das kannst du ja überhaupt nicht. Aber gut, alles klar. Aber da können wir mal Whirlpool mal einsetzen. Das machen wir eigentlich selten, weil Whirlpool einfach nur scheiße ist. Aber egal. Das kann ja auch mal einen Kill machen, ne? Ja. Tja, ja.
Die gute Janina ist halt die Bruno unter den Kantoleitern hier in dem Spiel. Es ist halt ein bisschen schade. Die hätten sie besser machen können. Aber gut, so ist es halt. Ne? Smogmog kommt jetzt als nächstes. Dann würde ich gerne Rose reinknallen. Das hat ja beim letzten Mal ja auch gut funktioniert. Zwei Body Slams und das Ding ist einfach mal ausge... Franzt, also weg vom Fenster. Mir fallen gerade die Wörter nicht ein. Kennt ihr das, Leute? Ich hab... Ohne Witz, es ist so. Ich hab beim Kämpfen wirklich manchmal das Problem, also nicht beim Kämpfen oder beim Zocken oder auch generell, ich stehe dann da... Das hätten wir uns sparen können. Cool, wir werden das Smogmog schneller Feuer... schneller ausgenockt haben. Ja. Ich stehe da manchmal... Oder sitze hier, in dem Fall sitze ich. Und ich weiß eigentlich, was ich sagen möchte. Das kommt leider öfters vor bei mir. Und ich habe die Wörter im Kopf und beim Sprechen vergesse ich die Wörter und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist, obwohl ich eigentlich so plus minus schon im Kopf habe, was ich sagen möchte. Es ist saudumm, ich weiß, aber ich weiß nicht, warum das so ist bei mir. Ich bin halt manchmal so echt ein bisschen verpeilt. Fragt mich nicht, warum, Leute. Ich habe keine Ahnung. Also, das merkt man manchmal auch an, wenn ich am Zocken bin wahrscheinlich, dass ich hier so ein bisschen immer mal so im heißen Brei rumrede oder vergesse, was ich sagen wollte oder dann so hocke und denke mir, wow. Und ja, es ist hinderlich manchmal. Aber ja gut, jeder hat so seine Macken und das ist halt so eine große von mir. Babbeln ohne nachzudenken oder babbeln mit nachzudenken und es funktioniert trotzdem nicht. Oder nachgedacht gebabbelt zu haben und dabei in die falsche Sparte reinzuhauen und total scheißweg zu labern und trotzdem ohne nachgedacht zu babbeln. Also, es ist total geil. Also, ja, so bin ich halt. So, Rose ist leider weg vom Fenster. Schade, aber es hat gute Dienste geleistet gegen Smogmog. Mir wurde auch ja auch gesagt, also das ist, ich soll ja auch mein Alltagstalk mal so ein bisschen immer mal beibehalten. Ich denke mal, weil es eine frische Abwechslung ist, da unten in den Kommentaren. Total, mache ich auch, weil ich persönlich finde es auch sehr abwechslungsreich, wenn man mal nicht nur aufs Spiel eingeht, sondern auch mal so ein bisschen aus dem Stegreif raus erzählt, was so abgeht im Moment oder einfach mal, was gerade in den Sinn kommt. Das bringt dann auch so ein bisschen Abwechslung, auch so ein bisschen Spannung rein, finde ich jetzt persönlich. Also erwarte ich auch, wenn ich einen anderen YouTuber schaue, zum Beispiel, oder einen anderen Let's Player oder sonstiges, erwarte ich das auch so ein bisschen. Es muss natürlich nicht ganz die ganze Zeit so sein, weil jeder macht es ja auf seine Art und Weise, aber ich bin da ganz bei dir, also ich... hab dann denselben Gedanken im Endeffekt. Also es war ja keine Gedanken, ich meine, du hast mich ja im Prinzip nur gelobt, aber und gesagt, dass du es gerne weiterhin zu sehen möchtest, und, aber ich persönlich habe mir dann selbst gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Es ist ja nichts Verkehrtes. So, Omat. Und vor allen Dingen schreibst du wahrscheinlich gleich wieder in die Kommentare. So. Ja, denn manche haben einfach nur Spaß dran, das in die Kommentare reinzupfeffern. Ich finde es ja immer genial so manchmal, gell? Ich lese dann die Kommentare und denke mir, boah. Noch nicht beim Bösen oder Negativen, sondern einfach nur geil. Und dann denke ich mir immer, sagst du das wirklich so oft? Und ja, leider ja. Ah? Ja, ich dachte, Whirlpool geht daneben, das Doppelteam ist aber zum Glück nicht gewesen. Sehr nice. Omo ist jetzt auch down. Jetzt hat sie kein Pokémon mehr. Hurra! Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden. Nimm ihn. Du sollst den Seelenorden nehmen, sonst nehme ich dir deine Seele. Und der Seelenorden, Leute, gehört jetzt endgültig uns. Sehr schön. Perfekt. Du bist so stark, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, und sie ist die zweite Arenaleiterin von allen Kanto-Leitern. Arenaleiterin, die uns ein TM übergibt und... Nee, nix und das war's. Erika Gigasaug ist die Toxin, das war's. Keine gibt uns das Items. Das ist so richtige Geizkrüppel, ey. Dass dem Opfer ständig KP entzieht. Da bin ich wirklich dazu verleitet, das eigentlich unserem Dings beizubringen, unserem, aber ich wüsste nicht, was ich dadurch verlernen lassen sollte. Aber wir können doch mal gucken, vielleicht kann ich das auch was anderem beibringen. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeit... Boah, dass die immer dieselbe Schallplatte runterrattern müssen, ey. Unfassbar. Und da kommen wir nicht raus, also ein bisschen außen rum, weil die Olle da unten natürlich so richtig beschissen im Weg steht. Und das Schöne an der Sache ist, ja, die hat immer noch in dieser Arena diese saudummen, unsichtbaren Wände, die man nicht sehen sollte, aber sieht. Also, es ist geil. Und was ist mit dir? Das war ein hervorragender Kampftrainer aus Johto. Ja, ich bin ja auch der Champ, du Vollpfosten, Alter. Du Vollpfosten, ey. Mein Gott, Walter, alte Walter. Die raffen es einfach nicht, gell? Die werden es auch nicht raffen. Zwei Orden noch, Leute. Zwei Orden haben wir noch. Der nächste ist Pyro.
Und wenn wir Pyro hinter uns haben, fehlt nur noch eine. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir beide auf einen Schlag machen können. Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht, weil das wäre blöd. Da wären wir ja zu schnell fertig. Ich habe mir so vorgenommen, Part für Part immer eine Arena, Leute. Hat bis jetzt auch gut hingehauen. Mal gucken, ob das bei Pyro auch funktioniert. Falls wir nicht über die Stränge schlagen. Und wir werden es mal sehen. Oben links kommen wir zum letzten Part, oben rechts kommen wir zum neuen Part. Also im letzten Part haben wir uns mit Rocco gebasht, im neuen Part werden wir uns eventuell mit Pyro bashen, das werden wir sehen. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit Elan und Spaß dabei. Bleibt so, wie ihr jetzt seid, auch von den Kommentaren her, ich finde es total nice. Und ansonsten, schaut auf meinem Kanal in der Mitte mal vorbei oder abonniert, falls ihr es nicht gemacht habt, das ist natürlich eure Sache. Könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr möchtet. Und wir sehen uns im nächsten Part von Blitz, Pokémon und Kristall. Haltet die Ohren steif, macht's gut und ciao, ciao.